Schutzengel sind Engel, die Gott auserwählt hat, um die Menschen auf allen Wegen besonders zu beschützen. Der Schutzengelglaube geht auf Vers 11 des 91. Psalms zurück. Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Jeder hat seinen Schutzengel und der Glaube daran ist den Menschen auch heute noch wichtig. Gott hat im Himmel seine Engel und hat sie auch den Menschen geschickt. Jedem Menschen einen Engel. Wenn man irgendwas hat, und dann tut man doch schon beten, dass man irgendwie geholfen kriegt. Und auch sage ich zu meinen Enkelkindern, also fahrt nie zu schnell Autos, wie euer Schutzengel fliegen kann. Ich denke mir schon, dass wir da oben Kräfte haben, die uns in gewissen Situationen einfach Kraft geben. Ja, deshalb bin ich auch heute hier. Den braucht man jeden Tag. Wozu zum Beispiel? Ja, überall, wenn man Auto fährt, in der Arbeit, privat. Also ich bin froh, wenn ich mein wenn er gut zu mir ist. In der wunderschönen Wieskirche im Pfaffenwinkel wurde am letzten Wochenende aber nicht nur das Schutzengelfest gefeiert, sondern gleichzeitig auch Kirchweih. Am 1. September 1754 wurde die Wies durch den damaligen Augsburger Bischof geweiht. Für Monsignore Gottfried Fellner ein ganz besonderer Tag. Ich freue mich an diesen Festen, weil da viele Menschen auch hierher kommen und die sich an dieser Wallfahrt nicht nur freuen, sondern die auch beten und ihre Anliegen bringen. Und die versammeln sich an solchen Festtagen zuhauf, in Scharen. Und das ist schon ein großes Geschenk, auch für den Wallfahrtspfarrer. Auch der Gast aus der Wies Südtirols, Propst Eduard Fischnaller, hat sich sichtlich wohlgefühlt. In seiner Predigt rief er dazu auf, als lebendige Steine immer wieder mitzubauen am Haus Gottes. Und auch im Alltag kann jeder selbst ein Schutzengel sein. Wir alle brauchen immer wieder im Lauf des Lebens Engel, Schutzengel, menschliche Engel, die uns zur Seite stehen. Und ich denke immer wieder gerne, wenn ich Schutzengel oder Engel höre, an das Gedicht, an das Lied von Dietrich Bonhoeffer, von guten Mächten wunderbar geborgen. Solche gute Mächte brauchen wir wirklich in unserem Alltag, in unserem Zusammenleben, jeden Tag, jede Stunde, sei es in der Familie, am Arbeitsplatz, aber auch sonst, wo wir unterwegs sind. Kirchweih und Schutzengelfest. Ein Festtag, der in der Wieskirche besonders schön gefeiert wurde.